KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Lieber Erik. Jo, hallo, hallo. Wir sind's wieder und wir haben Filme mitgebracht aus der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart. Den Film Liebesbriefe aus Nizza. Oh, ich habe gerade noch einen Schluck Kaffee genommen, ey. Was ist bei dir falsch, Mann? Französischer Film. Dann hatten wir Rezensionslinks bekommen gehabt, diverse Natur. Das eine war eine Dokumentation, eine Fußballdokumentation über die, Cosmos New York, die Mannschaft. Ja. Und zwar war das damals die erste, die so richtig in Amerika sich etabliert hat mit Fußball. Und das passt natürlich zur aktuellen Zeit mit Fußball-EM hier in Deutschland. Deswegen haben wir uns den Screener mal geholt. Werden wir drüber berichten. Den gibt es nämlich bald jetzt fürs Heimkino. Und dann haben wir noch einen Screener bekommen zu einem Film. Strictly Confidential heißt er im englischen Original. Im Deutschen hat er den Titel Diskrete Leidenschaft. Und da werden wir drüber berichten. Wir hatten in derselben E-Mail, haben wir vorhin gerade festgestellt, hätten wir auch noch andere Filme zur Auswahl gehabt. Deswegen, ja, werden wir vielleicht. Haben wir uns aber mal für den entschieden, weil der sah genau, aus wie. Sah nach einem Bumsfilm aus. Das sah so richtig nach Knick-Knack in die Pappe aus. Aber nee, gedacht, das war nicht das mal aus. Wir haben halt einfach, oder weiß nicht, wir haben es alle nicht gerafft, dass da unten drunter noch andere Filme stehen, die wir hätten aussuchen können. Da werden wir vielleicht nächste Woche mal was von den anderen nehmen. Ich hoffe mal, ja, dass die anders. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen versorgt, jetzt sagen wir es das so. Dann wird es ein Update geben zu The Acolyte, zu Star Wars The Acolyte, zur dritten Folge. Ja. Wahrscheinlich die letzte Folge, die Erik geguckt hat. Vielleicht auch nicht. Werden mal berichten. Ja, und ansonsten mal gucken, was uns dann noch so einfällt. Ich werde vielleicht mal auf die neuen Trailer eingehen, die ich auf kinocast.net veröffentlicht habe in der vergangenen Woche, weil da ist einiges gekommen und es gab auch Kommentare auf kinocast.net zu diversen Sachen. Werde ich mal drauf eingehen. Finde ich aber eine schöne Überleitung. Einiges drauf gekommen und zu unserer Rezensionsdisk. Ja. Vielleicht müssen wir doch mal einen Explicit Text setzen. Sneak Preview hatten wir in der vergangenen Woche den Film Liebesbriefe aus Nizza im Original Navu Jamais und es geht um ein älteres Paar, die sind seit 50 Jahren verheiratet, der François und seine Gattin Annie und die feiern Geburtstag von Annie. Das hat der Chris noch gar nicht mitbekommen, weil da kam er gerade erst wieder rein, weil er die Sneak moderiert und muss er das ganze Zeug wegbringen. Da war es nämlich so, Geburtstagsfeier und da hat ihr Mann ein Geburtstagslied getextet auf die Melodie von der Marseillaise, was ja eine sehr martialische... Ah, das war die Anspielung, wo ganz am Ende nochmal kommt. War natürlich eine sehr martialische Veranstaltung und er hat den Text für jeden ausgedruckt gehabt und jeder musste da mitsingen. Wurde also gleich am Anfang des Films gesungen, was natürlich immer schwierig ist, aber gut. Jedenfalls stellt sich dann so raus, die beiden, die sind halt seit 50 Jahren zusammen, weiß nicht, so richtig fühlt es sich nicht mehr so an, als sind sie noch wirklich so hundertprozentig einander committed und als er mal den Speicher aufräumen möchte, weil der ausgebaut werden soll, weil nämlich er hat zwei Kinder und... Drei, ja, die eine, mit der hat er nicht mehr so viel zu tun, stimmt. Aber ich meine, bei dem Geburtstag sind zwei Kinder von ihm und die sind auch beide schon verheiratet und die einen, die haben richtig losgelegt, die haben irgendwie schon vier Kinder und erwarten das fünfte und er hat schon vier Mädchen und jetzt hofft er, dass endlich mal ein Junge kommt und das andere Pärchen, die haben noch gar keine Kinder und die setzt er halt natürlich ein bisschen unter Druck und so und er sagt aber halt, ja, für die anderen will er auf jeden Fall mal den Speicher da ausbauen, dass die Kinder da mal was zum Spielen haben und
als er den Speicher halt mal aufräumt, findet er so ein, wie es früher gab, so Zigarrenkästchen waren das, glaube ich, voll mit Briefen und die sind so mit so einer schönen Schleife so zusammengebunden. Also man sieht, das hat wirklich jemand irgendwie liebevoll aufbewahrt und er guckt dann da so rein und macht so den ersten Brief auf und der ist an seine Annie gerichtet und der ist sehr anzüglich, um es mal so zu sagen. Meine Lenden beben. Ja, da wird halt so berichtet von dem Dreieck zwischen ihren Schenkeln und sonst was alles und er merkt halt, dass ein ganzer Stapel von diesen Briefen offensichtlich von einer Person geschickt und das war wohl jemand, der in den ihren Freundeskreis damals war, als er bei der Armee war in 1940 und er hat seine Annie vorher geheiratet, bevor er da in die Armee gegangen ist und er fragt dann natürlich seine Annie so, ach, das ist doch nichts und ach, was weiß ich, ich kann mich gar nicht erinnern und sonst was, aber irgendwie fällt dieses Lügengebilde dann relativ schnell zusammen und er findet dann halt raus, wer das war und warum es halt wieso und er kommt dann auf die Idee, ja, ich muss den mal aufsuchen, also das geht ja so nicht hier, also und seine Annie, ja, du hast mich hier betrogen vor 45 Jahren, kann ja wohl nicht wahr sein und ich habe dich nie betrogen in der ganzen Zeit und da entzweien die sich halt auch wieder ein bisschen durch das Ganze und dann versucht er mit seiner militärischen Art das Ganze anzugehen und den ausfindig zu machen und der Nebenbuhler, um es mal so zu sagen, wird gespielt von Thierry Lhermitte, den kannte ich aus dem Film Die Bestechlichen, den habe ich vor ewigen Zeiten im Kino gesehen damals, irgendwann in den 80ern, der lief damals sogar in der DDR. Und er sieht aber auch noch relativ, hat sich sehr, sehr gut gehalten. Also der ist ja nun doch schon etwas in die Jahre gekommen. Oh, der ist 1952 geboren. Also sieht aber noch ganz topfit aus. Man sieht ihn auch mal ohne Sachen. Macht auch Karate. Macht auch Karate, genau. Aber ich weiß nicht, ob man nur mit Karate fährt natürlich auch viel Fahrrad und so. Ja. Und das Ganze ist natürlich eine anzügliche französische Dramedy, um es mal so zu sagen, weil dadurch, dass sie natürlich auch, dass das Vertrauensverhältnis erschüttert ist zwischen den Zweien, ist natürlich auch ein bisschen Drama drin und dann mit seinen Kindern, wo er sich teilweise mit denen ein bisschen entzweit hat, mit der einen, die haben sie ewig nicht besucht und durch seine Art, das ist halt so ein bisschen wie diese andere französische Komödie, wo die Kinder, wo die eine einen Schwarzen heiratet, die andere heiratet einen Juden und sowas. Du kannst dich erinnern, hier Monsieur Claude. Das war so ein bisschen gefühlt. Ja, Monsieur Claude und seine so Gang. Gefühlt so ein bisschen davon abgeguckt, so die Art und Weise, wie er mit den Kindern umgeht. Aber ansonsten hat es halt doch noch ein bisschen mehr zu bieten. Es ist jetzt nicht ganz so diese leichte französische Sommerkomödie, die ganz gern mal in irgendwelchen Open-Air-Kinos gezeigt wird. Aber ich glaube, da kann der Film trotzdem ganz gut funktionieren. Und bin da gespannt, wie der dann so einschlägt. Wie hat er denn bei dir eingeschlagen? Ich, der Kreisverkehr. Ja, was? Oh, er hat ihn gebracht. ja, was soll ich sagen? Es ist halt, wie du sagst, es ist so, es wirkt ein wenig geklaut, es wirkt ein wenig gewollt auch teilweise. Und so, er kommt relativ charmant daher, der Film. Hat die ein oder andere skurrile, lustige Szene. Aber wenn man sich das anschaut, es gibt ja solche Filmchen mit älteren Darstellern, die da nochmal was klären wollen oder so, oder wo Trouble in die Neuzeit bei den Jüngeren bringen, gibt es ja zu Genüge. Sei es wirklich ja hier die Monsieur Claude-Filme oder auch Filme mit Robert De Niro, wo mir da einfallen. Und dann kam Dad und solche Sachen. Und tatsächlich, da bleiben die Liebesbriefe aus Nizza für mich eine Stufe drunter. Auch weil die Nebenstory mit seiner Sophie so ein bisschen, ja, da hätte man mehr draus machen können, ne? Ja, sehr stiefmütterlich dann noch behandelt wird, zeigt natürlich da aber auch einen anderen Weg, wie es eben auch gehen kann. Und ja, vieles wirkte einfach, ich will nicht sagen aufgesetzt, aber halt, ich fand es dahingehend schwierig, dass er so komplett das
Drama da komplett rausmacht. Ich meine, ein Stück weit auch nachvollziehbar eigentlich, wenn man so sagt, so hey, du hast mich da voll verarscht und was weiß ich was und es passiert alles auf einer Lüge. Und ich fand halt sie unglaublich nervig, die seine Frau, seine Annie. Also das war wirklich so dieses, was, ich habe den anderen gepumpt, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, wie man dann irgendwann Willkommen weiß. In Frankreich. Ja, aber wie man dann hinten raus weiß, wundert es mich dann auch nicht mehr, dass es sich wirklich nicht dran erinnern kann. Ah, das Ende war cool, musst du zugeben. Also, oder? Ach, ich fand das Ende sehr cool. Ja, nee. Nee? Okay. Nee, auch nicht so. Also, es, wie gesagt, vieles, was so ein bisschen schwer war, fand ich, was einfach. Der Film möchte eigentlich leicht, glaube ich, daherkommen und das kommt da eigentlich nicht, weil dafür ist er ein bisschen zu tröge. Dieses Ganze auch, wer jetzt mit wem, warum und dann wieder Umkehr von, naja, du hast Scheiße gebaut, ja, aber jetzt bin ich das Opfer bei dem Ganzen. Weil du hörst da gar nicht auf, also bin ich die Geschädigte, so nach dem Motto. Das ist halt auch einfach Quatsch, ey. Also steht einfach, wenn du einen Scheiß baust, steh dazu. Und fertig, das ist das, so habe ich es gelernt, so handhabe ich das auch. Und nicht dieses Rauswinden mit ja, aber und dann plötzlich selber in der Opferrolle sein, das kann ich halt nicht leiden. Das spielt da vielleicht so ein bisschen mit rein. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ein Filmchen, das niemandem wehtut, aber für mich nicht aus dem Mittelmaß rauskommt. Fandest du? Ja. Ja, gut. Nee, es war schon ein bisschen über Mittelmaß, fand ich jetzt. Also ich hatte da doch schon mehr als ein Schmunzeln dabei. Ja, ist altersmäßig auch näher an dir dran. Das stimmt natürlich, ja. Plus der Franzosenbonus. Kann das eher nachvollziehen, ja. Ja, aber ansonsten, ich fand's echt amüsant. Hat jetzt nicht so ganz so die Leichtigkeit gehabt von vielen anderen französischen Komödien, die wir so gesehen haben in den letzten Jahren, aber ich glaube, der kann ganz gut funktionieren in diesen ganzen Open-Air-Kinos und wir wissen ja, an sich geht das auch immer gut. Ich habe den auch weiterempfohlen hier bei uns und also in der Gruppe, da habe ich 7 Punkte gegeben und eine Weiterempfehlung und ich glaube, das passt soweit ganz gut. Für dich ja, ich habe 6 und keine Weiterempfehlung, weil ich wüsste nicht, wen ich dem empfehlen kann. Aber ich bin damit tatsächlich auch gerade das Schlusslicht bei der Bewertung. Also zwischen 6 und 9 ist alles dabei. Das heißt, da wird sich's irgendwo einpendeln. Halt, typischer Film, der keinem wehtut. Mhm. Na gut, da jetzt müsst ihr da draußen wissen, ob ihr euch den anschauen möchtet oder nicht. Wann startet er denn überhaupt? Wissen wir das gerade? Was steht hier? Kinostart 1.8. 1.8.2024 ist noch ein bisschen hin. Das heißt, ihr müsst euch die Folge hier mal bookmarken oder euch irgendwie in eure Watchlist den Film reinsetzen. Liebesbriefe aus Nizza heißt der. Ich gucke gerade mal, hat hier schon jemand bei Moviepilot? Nö, wir scheinen die Ersten zu sein, die den gesehen haben. Also ja, wir haben ihn ja auch nochmal vorziehen müssen, weil ja, stimmt. Da gab es ja noch ein Problem. Gab es eine leichte Verwirrung, weil ja, du hast dann gesagt. Ja, es gab ein technisches Problem und fertig. Ja, das sollte nämlich eigentlich der Film sein, der diese in der nächsten Sneak kommt, aber dann genau. Wurde der vorgezogen und dann, das hat jetzt zur Folge, dass die Tipps, die wir letzte Woche hatten, natürlich jetzt auf den Film ja natürlich nicht gepasst haben, aber der Hinweis bleibt bestehen und der lautet wie folgt. Das habe ich mir anders vorgestellt. Genau, und da hast du jetzt extra nochmal einen neuen Thread aufgemacht, wo keiner getippt hat, weil es natürlich Quatsch ist, weil die ja, klar, schon. Aber ich wollte einfach im Flow bleiben. Deswegen, die Tipps von letzter Woche bleiben bestehen, Hardcore Never Dies, das hat sich nämlich der Chris anders vorgestellt, Hardcore, und To the Moon. Mal schauen, ob was davon kommt. Ich werde es nicht erfahren, denn ich schaue das Frankreich-Spiel morgen. Das heißt, Skandal. Da wird der Chris sich seinen Hardcore-Film angucken und einfach nur ein Skandal. Wird dann liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das auch als Skandal empfindet, halt schreibt gerne eine Nachricht mit Adele Bleu und ja, mal schauen. Und Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Nachdem jetzt alle Favoriten so gut in die EM gestartet sind, wird es Zeit, dass ein Favorit strauchelt. Das wird wahrscheinlich Frankreich sein morgen. Noch England gibt es auch noch. Was ja, England gibt es auch noch, ja. Genau, aber ansonsten, was ich sehr gut finde, wenn wir einmal beim Thema EM sind, ich finde es gut, dass Deutschland gewonnen hat und damit so ein bisschen Euphorie entfacht hat, weil ich mag das nicht, wenn alle so,
wird er eh wieder nix und jetzt haben selbst diese haben jetzt ihr Trikot an, alles gut. Okay, dann machen wir doch mal weiter mit den Charts und den Neustarts. Kinocharts und Neustarts. So, vom 6. bis 9. Juni aus den Innenstadtkinos Stuttgart, da ist auf Platz 5 Morgen irgendwo am Meer. Das ist ein bisschen überraschend drin, ne? Platz Nummer 4, Furiosa, Mad Max Saga. Platz 3 immer noch, The Fall Guy. Ja. Platz Nummer 2, Garfield, eine extra Portion Abenteuer. Ja, ich glaube. Und Platz 1 ist Bad Boys 4, Ride or Die. Und ich habe einige Postings gesehen jetzt in der vergangenen Zeit, von welchen die Alles steht Kopf 2 geschaut haben im Kino. Ich schätze mal, der wird dann nächste Woche mindestens Platz 1 sein, wenn nicht noch höher. Also mindestens. Okay. Was startet denn überhaupt Neues? Gucken wir doch mal, ob da nennenswerte Konkurrenz aufgebaut wird zu den Filmen. Es startet Haiku, das Playoff der Müllhalde, ein Animations- und Zeichentrickfilm, also Anime-Film, basierend auf der gleichnamigen Manga-Serie rund um den Volleyballspieler Shoyo Hinata und seine Mannschaft. Ja, das sehe ich dich in dem Film. Dann The Bike Riders, ein Drama mit Tom Hardy und Austin Butler als Mitglieder einer Biker-Gang in Chicago in der 1960er Jahre. Das könnte relativ interessant sein. Der sah gut aus, der Trailer, fand ich. Und Tom Hardy, also der hat auch keine schlechte Rollenauswahl. Ich glaube, wenn der irgendwo sich für eine Rolle entscheidet, dann hat das schon irgendwas. Vielleicht kommt das ja sogar auch, das hat er sich anders vorgestellt, ne? Dann könnte aber auch auf den nächsten passen. Sting, ein australischer Horrorfilm, inspiriert von einer der größten Ängste der Menschheit, der Arachnophobie, also Angst vor Spinnen, die hier noch monströser als je zuvor dargestellt wird. Also okay, da ist die Spinne nicht, oder ist die Spinne sehr groß? Man kann es nur von dem Bild hier sehen. Ne? Es gab ja mal Formicula, kennt das noch jemand? Schwarz-Weiß-Film. Und so ein Amiga-Spiel, It Came from the Desert. Ah, sehr schön. Ja. Dann haben wir einen Konzertfilm mit Ghost, Right Here, Right Now. Ein Konzertfilm mit Ausschnitten der Imperator-Tour der Heavy-Metal-Band Ghost. Wer kennt sie nicht? Ich kenne sie nicht. Kennst du die? Ja, ich auch nicht. Nee, auch nicht. Gar nichts. Komisch, ne? Also gut, ich bin auch nicht im Heavy-Metal unterwegs. Aber ja, man hat ja meistens schon mal irgendwas gehört, wenn da irgendwas Großes ist hier, wenn die eine Welttour machen. Und habe ich noch nie gehört. Aber jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich Schelte hier. Wie könnt ihr die nicht kennen? es startet auch noch Ivo, ein deutsches Drama rund um eine Palliativpflegerin, die vor eine schwerwiegende Herausforderung gestellt wird. Oh, klingt schwer ein Thema. Ja, das hat sie sich wahrscheinlich anders Dokus vorgestellt. Dann kommen noch zwei Dokus, die lassen wir weg. Keiner traut sich gegen Tom Hardy anzutreten. Das stimmt wohl. Okay, wenn wir einmal, wir haben ja schon die Kinostarts erwähnt hier von den Innenstadtkinos und die offiziellen Charts der Innenstadtkinos, möchte ich auch noch auf ein was hinweisen. Das haben wir jetzt nicht extra besonders geschickt bekommen, dass wir da jetzt irgendwie Werbung dafür machen sollen. Ich mache es einfach ganz gerne, du wahrscheinlich auch. Es ist natürlich so, die Kinos haben während der Fußballzeit, haben die so ein bisschen zu darben, weil sie natürlich mit dem Fußball um gemeinsame Zuschauer werben müssen. Und da haben sich die Innenstadtkinos wieder was einfallen lassen, nennt sich Kino-Abo hoch 3. Hier bekommt man für 22 Euro pro Monat, 3 Monate Mindestlaufzeit, ein Kino-Abo. Man kann halt, wenn ich es richtig verstanden habe, so oft ins Kino gehen, wie man will. Unlimitierter Kinogenuss steht hier. Ihr könnt natürlich, falls ich jetzt irgendwas falsch sage, die genauen Bedingungen nochmal nachlesen auf der Innenstadtkinos-Seite. Ich werde auch in den Shownotes das mit verlinken. Und wenn man bedenkt, also das geht ja jetzt nicht nur über die Zeit, wo die Fußball-EM ist, sondern das geht ja dann auch noch weiter. Ne? Also das heißt, ihr habt wirklich die ganzen Sommer-Blockbuster, könnt ihr ins Kino gehen für 22 Euro im Monat. Und wenn man die Preise kennt, Sneak Preview allein rund gerechnet 7 Euro. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr jede Woche in die Sneak geht, lohnt sich das schon. Und ja, quasi 4x7, ne? Das, ja gut, das kann eh kein Mensch ausrechnen, wie viel das ist, aber ist auf jeden Fall mehr als die 22 Euro. Wow. Ich mache nur Spaß. Und wenn ihr dann vielleicht, oder wenn ihr vielleicht zweimal an einem Samstag ins Kino geht, dann seid ihr auch sowieso schon drüber, über den Preis. Also ich kann es nur empfehlen, guckt euch das mal an, Kino-Abo der Innenstadtkinos.
Die haben ja jetzt richtig tolle Säle hier mit Dolby Atmos und richtig bequeme Sitze und was nicht alles, ne? Also gekühlt im Sommer. Ja, irgendwann sind ja auch wieder Ferien, glaube ich, oder Chris? Wann sind Ferien? August? 6 Wochen. Ja, 6 also Wochen. Könnt ihr fast alles gucken, was noch wegzugucken ist. Ja, für 22 Euro. Das sind übrigens die Infos, die kriegst du von mir sofort. Also das weiß ich. Ja, sogar genau. Ist in deiner DNA. Ja, also ich habe sogar schon überlegt, ob ich das mache. Dann habe ich aber überlegt, ob das dann funktioniert, wenn du Karten holst für uns. Weil, ja, nee, das ist dann immer kompliziert. Das geht dann, glaube ich, nicht. Ja, genau. Aber lass mal lieber. Nee. Ich werde es mit verlinken. Dann zum Thema Kino-News. Da gab es doch mal hier. News. Under Paris, beziehungsweise Im Wasser der Seine, war der deutsche Titel, ist weltweit, ich check's gerade, immer noch Platz 1 in den Netflix-Charts. Und sogar Stephen King hat den Film gelobt, besonders das spektakuläre Ende, was ich ja auch gelobt habe. Und das führt dazu, dass natürlich jetzt alles in Richtung von einem zweiten Teil läuft und es werden die Macher versucht zu überzeugen, dass sie da doch einen zweiten Teil drehen. Und es sieht wohl, glaube ich, ganz gut aus, was man so zu hören bekommt. Und ich würde mich freuen, weil das war wirklich einer von den besseren Hai-Filmen. Hat Spaß gemacht, geiles Ende. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, checkt mal auf Netflix. Wenn ihr Netflix habt, ist er quasi im Abo mit enthalten. Im Wasser der Seine. Ein richtig cooler Hai-Film. Ja. Und vielleicht kommt noch bald ein zweiter Teil. Und auch noch. Ja, ja, das da will man. Bin ich sofort wieder am Start. Da bin ich nicht überrascht. Dann, neue Trailer. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich werde jetzt immer mal so Trailer neu veröffentlichen, die ich auch irgendwie gut finde. Also ich werde jetzt nicht jeden Trailer da auf kinocast.net veröffentlichen. Und aufmerksame Beobachter von den Social-Media-Profilen wie bei Twitter, hier X, werden das auch mitbekommen haben. Ich poste dann noch mal, wenn ich einen veröffentlicht habe. Zum Beispiel Nightmare, gibt es jetzt einen Film. Der hat aber einen Heimkinostart nur, aber der sieht irgendwie doch ganz gut aus. Ist so ein nordischer Film. Der Originaltitel ist Mare Ritet. Und da geht es halt auch darum, dass da eine ständig üble Albträume hat und die Albträume verschwimmen so ein bisschen mit ihrer Realität. Und da habe ich auch den Link mitgepostet, wo man den kaufen kann. Dann habe ich den neuen Trailer zu The Crow, zu dem Reboot, veröffentlicht. Und ich bin, da gab es hier auch einen Kommentar vom Baha wieder. Er hat nur geschrieben, Remakes, die die Welt nicht braucht. Ich habe auch schon geantwortet. Ich finde den Brandon Lee-Film, den mag ich sehr. Den habe ich auch hier auf Blu-ray hier stehen. Und ich mag auch den Soundtrack von dem Brandon Lee-Film. Und ich hätte aber trotzdem nichts gegen ein gut gemachtes Reboot einzuwenden. Wenn es wirklich gut ist und so das Flair eingefangen wird und wenn sie wieder einen aktualisierten, geilen Soundtrack machen, in derselben Stimmung wie damals, wäre ich dafür. Dann noch ein Trailer. Paddington in Peru. Bin ich sofort am Start. Gehe ich ins Kino, sage ich sofort. Weil wir hatten so viel Spaß hier, also alle zusammen mit den ersten zwei Paddington-Teilen. Und dadurch, dass wieder dieselben Personen am Start sind, dieselben Macher rundherum, ich glaube, das wird wieder richtig gut und das ist so ein tolles Ding. Und der zweite Teil, der war der Hammer. Ja. Dann auch noch veröffentlicht, das ist was für dich, Maxine. Das ist quasi die Fortsetzung von Pearl. Ja, genau. Okay, den danke, wir in der Sneak Preview hatten. Das hat sie sich nämlich auch ein bisschen anders vorgestellt, glaube ich, weil sie ist da quasi, sie begibt sich in das Hollywood der 80er Jahre als Porno-Sternchen, wie wir sie kennengelernt haben, bei Pearl und kommt damit nicht ganz so zurecht mit dem Hollywood. Das hat sie sich nämlich anders vorgestellt. Das könnte nämlich auch morgen kommen. Würde ich mich freuen, wenn du das siehst. Und ja, mir das dann drüber ist sehr lieb berichtest. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da. Nachdem du ja Pearl schon so gefeiert hast. Ja, das war einer meiner Top-Filme. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe ja den Vorgängerfilm X, hieß der, habe ich ja auch schon geschaut gehabt, hatte ich nachgeholt. Und den fand ich gar nicht schlecht. Der war wirklich, der hatte was. Ich habe natürlich den ein bisschen mit der Kohlenzange angefasst, weil ich natürlich wusste, wie Pearl ist, den wir in der Sneak hatten, den ich auch scheiße fand.
Aber X, der war auch richtig gut. Vielleicht wird er auch wieder gut. Ich drücke dir den Daumen, falls der kommt. Danke, ja, danke. So, das waren die Trailer der Woche, die ich veröffentlicht habe. Checkt immer mal kinocast.net oder auch Kinocast auf Facebook oder natürlich den X-Kanal von Kinocast. Auf Instagram macht es nicht so viel Sinn, da irgendwelche Trailer zu posten. Deswegen, ja, checkt dann mal auf X. Okay, unsere Heimkino-Rezensionsfilme. Heimkino. Fußball vom anderen Stern. Ja, Fußball vom anderen Stern, so heißt auch noch. Ist, wie ich mich jetzt nochmal reingelesen habe, eine Doku, das hätte ich ja auch so sagen können, aber schon aus dem Jahr 2006 irgendwie. Also der ist schon eine ganze Stange alt irgendwie. Also, ja gut, Franz Beckenbauer ist ja da auch noch interviewt worden, also kurzfristig kann das nicht produziert sein. Nee, kurzfristig war das nicht produziert. Also Fußball vom anderen Stern aus dem Jahr 2006 von Paul Crowder und John Dover. Da geht es wirklich ganz kurz gesagt nur um die Geschichte von Cosmos New York, diesem Fußballverein, der da Ende der 70er Jahre aufgetreten ist, als man sozusagen in den USA beschlossen hat, hey, wir wollen hier den Fußball auch jetzt unterbringen und platzieren, und wie dann manche Experten, in Anführungszeichen Experten, auch davon gesprochen haben, so ja, das wird die Major League schlechthin hier und Fußball wird alles ablösen. Und ja, hat halt tatsächlich nicht so funktioniert. Und es geht halt darum, dass man nach New York die ganzen Stars eingekauft hat. Also Beckenbauer, Pelé, die haben alle da zusammengespielt. Und das hat halt dann tatsächlich auch Prominenz aus anderen Bereichen, aus Entertainment und was weiß ich was, mit angezogen, inklusive dann legendärer Partys im Studio 54, im Studio 54. Und ja, es ist einfach eine komplett wilde Zeit, die, und das finde ich in der Doku allerdings sehr, sehr gut, auch beleuchtet, warum es im Endeffekt nicht so wirklich funktioniert hat. Weil zum einen, klar, man hat sich auf eine kleine Liga da konzentriert gehabt, die ist dann größer geworden, dann kamen immer mehr Leute rein, die mit Fußball eigentlich nichts am Hut hatten. Und was einfach auch nicht so lief und was einfach dann teilweise auch wohl komplett schreckliches Gekicke war. Also klar, kennen wir hier auch, muss man dann einfach nur nach Schalke oder so gucken, da sieht man das. Und nett untergebracht, ne? Und darum geht es eben, um diese Geschichte, um halt quasi den Aufstieg, dann das Leuchten dieses hellen Sternes, ne, um bei dem Titel zu bleiben. Gibt es die eigentlich noch, die Mannschaft? Nein. Die nee, heißen jetzt, ich meine nicht die Person, aber an sich den Club, nee. Auch nicht. Nee, New York Cosmos gibt es auch nicht mehr. Die heißen jetzt Red Bull oder sowas? Ah, stimmt. Ja, New York Red Bulls, genau. Das ist so der Nachfolgeklub so im Endeffekt. Und ja, ist Manager Sandro Schwarz, den kennt man, ne? Ist halt, ja, was soll ich sagen? Es ist halt ein geschichtlicher Film, der jetzt tatsächlich schon eine Ecke alt ist. Ich weiß gar nicht, warum der erst jetzt nochmal so kommt. Also in 2 Jahren ist WM wieder in den USA, ist das richtig? Könnte passen. USA, Kanada, Mexiko, glaube ich, wenn ich will. Ja, siehst du, deswegen. Ja, genau, WM 2026 USA. Und dann drückt man da halt hier nochmal so ein bisschen den Fokus drauf, wie das früher war, wie das da entstanden ist, auch vor einer WM oder bis zu der WM 94 war die andere, WM 96 ging die neue Liga an den Start oder 95. Also einfach geschichtlich über den Fußball in Europa ist er natürlich das Nummer 1 Ding, in Deutschland sowieso und in den USA ist es halt nie wirklich geworden, hat sich da schon seine Nische jetzt auch gefunden, glaube ich, inzwischen. Gerade auch im Frauenfußball, der da unglaublich gepusht wird und unglaublich Geld reinfließt, was unglaublich gut ist auch. Nur, ja, es ist weiterhin ein eher überschaubares Niveau und halt damals auch schon. Und darum geht's halt. Also Interviews mit Beckenbauer ist drin noch, der auch von der Geschichte erzählt und halt, was halt noch so alles drumherum passiert, so ein bisschen das Sportliche auch, ist relativ kurzweilig, ist gesprochen von Jörg von Torra. Damit habe ich tatsächlich schlucken müssen, als es losging, so, oh Gottes Willen, bitte nicht die ganze Zeit, und dann, ja, okay, dann macht's halt doch Jörg von Torra. Es hatte so ein bisschen was von Altherrenrunde dann bei mir. Aber ja, ist voll okay gemacht gewesen.
Also tut auch keinem weh, wenn man sich dafür interessiert oder auch vielleicht das Interesse daran auch mal wecken kann, wie das in den USA da schon war und dass das tatsächlich diese Mannschaft, wo da damals gespielt hat, das könntest du heute gar nicht mehr umsetzen. So viel Geld hast du gar nicht, um die alle zu bezahlen. Das ist quasi, wenn du... Frag mal in den arabischen Regionen. Ja, ja, aber wenn du in Messi und Ronaldo in ihren Primes zusammen mit Mbappé noch da reinpackst in ein Team und Alexander Nübel dazu und Dennis Undaff dazu. Nübel. Und Waldemar Anton in der Abwehr noch dazu. Solche Teams kriegst du halt nicht zusammen. Deswegen, für die damalige Zeit war es halt fast schon so ein All-Star-Verein, All-Star-Club. Und nette Geschichte. Also, war interessant zu sehen. Ich muss sagen, mir war das jetzt nicht so präsent, muss ich vielleicht auch sagen. Also das... ich habe das jetzt nicht alles so gewusst, das war ja auch ein bisschen vor meiner Zeit, diese ganzen. Und deswegen fand ich das mal ganz interessant. Hat aber, sag mal, das Niveau einer ZDF-Sonntagnachmittags-Dokumentation, das war jetzt nichts, das waren jetzt keine brisanten neuen Enthüllungen oder das war jetzt auch nicht besonders wahnsinnig gut aufbereitet, wie jetzt manche neue Netflix-Produktionen oder so, die wirklich total glossy sind und alles, sondern das war halt wirklich, ja, eine stabile ZDF-Nachmittags-Doku, die mal wirklich interessant war, aber halt keine dramatischen Enthüllungen oder irgendwas geboten hat, wo man sagt, boah, die Doku musst du gesehen haben. Ja, also für die, die es interessiert, die sich für Fußball interessieren, ist das vielleicht was. Glaube, ich werde das mal bei uns in der Gruppe hier bei Rund um den Brustring, beim Fußball-Podcast, werde ich mal mit irgendwie das verlinken, vielleicht interessiert es da den einen oder anderen, aber ansonsten, ja, eine sehr spitze Zielgruppe, würde ich sagen. Aber gut, muss ja auch nicht jeder, gibt es im Heimkino, wir haben den zur Verfügung gestellt bekommen, den vielen Spieler. Dank dafür auch nochmal an der Stelle. Vielen Dank auch dafür und ja, für die, die es interessiert, das ist gut und für alle anderen, die holen sich den eh nicht. Ist halt Special Interest. Ja. Ja. Punktemäßig? Ja, geben wir da Punkte bei Dokus, weiß nicht so recht. Aber ich glaube, wenn, dann liege ich auch so wie du bei 6 Punkten. Ne? Ja, ich habe 6,5 grad noch draus gemacht, aber ja, das passt. Ich denke, das ist voll okay. Wie gesagt, das, ja. Demgegenüber werden wir natürlich auf jeden Fall Punkte geben bei unserem nächsten Film, den wir hatten. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem Filmverleiher. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass da einige Screener-Links dabei waren und wie es halt immer so ist, heute mit der heutigen Aufmerksamkeitsspanne, man liest so von oben nach unten, denkt so, ah, okay, das ist er und jetzt haben wir nach unten gescrollt, da hätte es noch andere Filme gegeben, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen nochmal berichten. Den ersten Film, den wir in der E-Mail da entdeckt hatten, Strictly Confidential, diskrete Leidenschaft. Warum haben wir den wohl entdeckt? Ja, der stand ganz oben, das war ganz einfach. Also Ach so. Normalerweise kriegen wir eine E-Mail, da steht drin, hier ist der Screener und that's it. Und unten kommt nur noch mal vielen Dank fürs Berichten. Und ja, aber hier waren noch lauter andere Links. Aber ja, okay. Ich lese mal vor, was hier steht. Also zum einen mal die technischen Daten, den gibt es ab 4. Juli, also bald, als Digital zum Ausleihen. Ab 11. Juli gibt es... Nee, was ist EST? Weiß nicht. Wahrscheinlich zum digitalen Ausleihen. Und ab 11. Juli dann als TVOD, TV On Demand, das ist wahrscheinlich dann bei Sky solche Sachen, ne, wo du dann kaufen kannst. Und ab 1. August gibt es den dann auf Blu-ray und DVD zu kaufen. Und ich lese hier mal die Beschreibung in der E-Mail vor. Knisternde Erotik und tödliche Geheimnisse. Das alles vor traumhaft exotischer Kulisse. Schauspielerin Liz Hurley, die man zum Beispiel kennt aus Austin Powers oder Gossip Girl, spielt die Hauptrolle. Ihr Sohn Damien Hurley ist für Regie und Drehbuch verantwortlich, dazu komme ich später noch. Vor einem Jahr starb die attraktive Rebecca auf mysteriöse Weise. Jetzt treffen sich ihre besten Freunde auf der karibischen Insel, auf der sie zuletzt gemeinsam waren. Mia lässt das Schicksal ihrer einst besten Freundin Rebecca keine Ruhe. Auf der Suche nach Antworten deckt sie alte Geheimnisse auf. Mia wird in eine verführerische Welt voller Sex, Verrat und sogar Mord gezogen. Das war also die Beschreibung.
Und das wirkt schon etwas anrüchig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das Ganze... Wie meinst du das jetzt? Verstehe ich. Das Ganze wurde auch... Warte mal, hier steht sogar Produktionsland und Jahr St. Kitts und im Jahr 2024. Okay. Hat mich ein bisschen gewundert, weil das Ganze und auch in den Credits stand sowas drin hier von Covid-19 Advisor und hast du nicht gesehen und so. Also da stand so ganz viel drin, weil ich dachte, das wirkte die ganze Zeit wie so eine Corona-Produktion. Das heißt, du nimmst da Schauspieler, die getestet sind, steckst die irgendwo auf eine Remote-Insel, wo sie nicht irgendwo sich infizieren können, hast da dein kleines Team mit auf der Insel, that's it, damit da nichts irgendwie von außen reinkommt. So wirkte das Ganze. Und wo fange ich denn an? Na, vielleicht erstmal noch so ein paar Schauspieler oder so. Also Elizabeth Furley hat mir ja schon gesagt, sie spielt die Mutter. Und da frage ich mich ernsthaft, wenn ihr Sohn den Film gedreht hat, also ich würde ich da nicht so ein Drehbuch schreiben oder würde die in solche Situationen bringen, die, also das wirkte auch alles irgendwie weird. Die Mia, um die es geht, die da auf die Insel kommt, wird gespielt von Georgia Locke. Dann die Rebecca, die ja, wo am Anfang so eine Szene ist, wo sie irgendwie ertrinkt oder sowas, das sind immer mal so Traumsequenzen, wird gespielt von Lauren McQueen, dann noch mit dabei Freddie Thorpe, Genevieve Gaunt, Pern, Chivara, Max Parker und einer, den muss man erwähnen, den Typen, den sie am Strand trifft, Lyro Boateng. Ich habe auch nachgeschaut, der hat nichts mit dem anderen Boateng zu tun. warum nenne ich die Namen außer Elizabeth Hurley? Weil die kennt keine Sau. Also und die Einstellungskriterien von diesem Film waren offensichtlich dieselben wie bei Hooters oder so. Hey, nichts wie Hooters. Toller Laden. Ja, ich sag nur, die Einstellungskriterien der Darstellerin waren offensichtlich dieselben wie bei Hooters. Mehr sage ich jetzt nicht. Und die Einstellungskriterien der Typen waren offensichtlich, ja, könnte auch in irgendeiner GQ mal gelandet sein oder sowas. Also das waren so die Einstellungskriterien. Und warte mal, wie hatte ich es beschrieben bei uns? Irgendwie so, das wirkt die ganze Zeit wie ein Porno, aber es wird überhaupt nicht gebumst. Also das hatte wirklich so das hölzerne Acting, so, oh, was ist denn hier passiert? Oh nein, ich habe hier die Tür geöffnet und hier liegen zwei im Bett. Oh, und dann passiert aber die ganze Zeit nichts. Ja. Also, dass irgendjemand überrascht wird in diesem Film, weiß nicht, tritt sehr häufig auf. Das ist ein Muster. It's a pattern. Ja, also das, aber... Es ist nicht so wie, oh, hier liegt ja Stroh rum oder sowas, komm, lass uns bumsen. Nein, es bleibt alles sehr brav und alles, aber außer den Brustwarzen wird hier so ziemlich alles gezeigt, so wenn da irgendwelche Kleider getragen werden oder Bikinis oder sowas, ja, also da quillt alles raus. Also es ist irgendwie, dieser Film ist total seltsam, das ist irgendwie so fürs Brüder Amerika irgendwas gemacht, damit man irgendwas sehen kann, aber doch nicht sehen kann oder irgendwas. Also so ein weirder Film und dann diese ganze, in Anführungszeichen, Detektivgeschichte, wie Mia anfängt da zu ermitteln. Ich meine, hey, sie kommt dahin als, Entschuldigung, dusseliges Blondchen. So wird sie halt auch dargestellt in dem Film. Also es ist jetzt nicht kein Klischee, obwohl der Film alle Klischees bedient. sie kommt halt dahin so, oh, ja, meine Freundin ist hier gestorben und so. Es wurde natürlich von Polizei und von allen, aber sie findet das natürlich raus, was da passiert ist. Und natürlich. Und dann ist es auch so, das ist jetzt keine Ermittlung wie bei, was weiß ich, Wild Things, von dem der Film sich offensichtlich ein bisschen was abgeguckt hat. Wild Things ist ja sehr verschachtelt und jeder hat da mit jedem eine Intrige und sonst was. Hier ist es einfach so, wie gesagt, ich glaube, du warst das. Ja, du hast das rausgefunden, ich war es. Weißt du, so, das sind ungefähr so die Ermittlungen oder sowas. Also es geht jetzt nicht um irgendwelche großen Mordsachen, so, wenn es einfach darum geht, ja, ich habe rausgefunden, du hast mit dem damals was gehabt. Oh ja, du hast mich entlarvt, das stimmt. Ja, ich habe mit dem was gehabt. Es tut mir leid. Okay, wenn es dir leid tut, dann ist alles gut. Das ist die ganze Zeit so ein dusseliges Zeug. Also, wenn es wenigstens als Schläferz gelaufen wäre, mit Kommentaren der Community und mit lustigen Kommentaren von Karl Kofu und Peter, dann wäre das wenigstens noch erträglich gewesen. Ich habe den auch gleich mal den beiden empfohlen, diesen Film.
über X, dass sie den vielleicht mal mit aufnehmen, weil da taugt der einfach, weil der ist einfach so dämlich und der nimmt sich selbst aber so ernst dabei und dann so, ja, ich laufe jetzt hier im Dunkeln am Strand lang, oh, da kommt irgendjemand, oh, und dann kommt da so ich habe Angst im Dunkeln. Ja, genau, ich habe Angst. Deswegen stelle ich mich erst mal vor, weil jetzt weißt du meinen Namen, dann tötest du mich bestimmt nicht. Deswegen laufe ich hier auch im Dunkeln lang, weil ich Angst habe im Dunkeln, ja. Und weil ich so viel Angst habe, gehe ich mit einem Fremden erstmal mit, ja, und lege mich mit dem ins Bett, ja. Genau, ich habe ja so viel Angst. Oh, ey. Der Film ist einfach so bescheuert. So doof, der ganze Film. Wirklich, also es dient einzig und allein, in den USA gibt es ja so eine Zeitschrift, die heißt, glaube ich, irgendwas mit Swimsuits oder sowas. Nee, Sports Illustrated. Sports Illustrated. Genau, wo dann immer so welche mit in Swimsuits gezeigt werden und was so ein bisschen für diese ganzen prüden Amis, so das ist so, oh, das ist gerade noch so für mich erträglich, ja, mehr darf es nicht sein, sonst kommt der liebe Gott und bestraft mich. Genau, und genauso wirkt dieser Film, so wie Sports Illustrated the Movie und es ist wirklich es ist einfach nur dumm. Also ich habe mir ja wirklich ganz angeguckt, ja. Ich ziehe das ja durch. Also ich habe ja auch Mut zum Trash, ne? Aber es ist einfach so dermaßen dämlich. Aber selbst da hattest du auch Schwierigkeiten, ne? Ich habe ja dann zumindest intern, also wir drei haben ja den Screener bekommen, also meine Wenigkeit, Chris und Kate, ne? Und ich habe dann, bevor ihr den geguckt habt, habe ich ja schon mal die besten Szenen, die eigentlich alles über den Film aussagen, mal als animiertes GIF gegrabt. Ich darf das natürlich leider nicht öffentlich posten auf X oder so. Ich war schon drauf und dran. Ich habe gedacht, ach komm, scheiß drauf, jetzt poste ich. Da habe ich gedacht, nee, kriegen wir vielleicht wegen Urheberrecht irgendwie, das will ich vermeiden. Den machen wir nicht. Aber da sind halt wirklich auch solche reißerischen Kameraeinstellungen drin, wo einfach die Kamera von einem Tisch langsam nach oben schwenkt, weil da der Ausschnitt der Darstellerin ist, ja, wirklich erstmal so ein Stück drauf verharrt auf dem Ausschnitt und dann nach oben geht, ja, erst aufs Gesicht und dann wird das geredet. Und also, das ist einfach so eine sexistische Scheiße, die wir da jetzt zu sehen bekommen. Wenn es wenigstens ein richtiger Porno wäre, wüsste, worauf man sich einlässt, aber nee, ist es ja nicht. Ne? Und, nee, nicht mal das haben sie hingekriegt. Ey, das ist einfach so ein Scheißfilm. Ich hab. Und auch mit. Na gut, bis auf die wahrscheinlich Elizabeth Hurley, dadurch, die ist ja noch die bekannteste Darstellerin von der ganzen Drecksriege da, die so die Qualität eines Laienspielensembles hatte. Die hat wahrscheinlich nur mitgemacht, weil ihr Sohn irgendwie mal in seiner Vita irgendwie mal einen ganzen Film stehen haben wollte. Aber ja, alles andere, also der Film war anscheinend auch nicht besonders teuer oder so. Und ich weiß nicht, ganz, ganz furchtbar. Ich glaube, ich gebe da mal, was gebe ich denn da? Schwierig, ob ich, ich glaube, ich gebe mal eine wohlwollende 1,5 von 10, weil ich mir hoffe, dass der, du hast es gerade auch reingeschrieben. Ich habe gerade bei Moviepilot, habe ich gerade den Schieberegler hin und her, ich war gar nicht bei uns im Tab, ich habe gerade den Schieberegler hin und her zwischen 0,5 und 2,5. Weil ich habe überlegt, ja, ich dachte mir, als Schläferz kann der funktionieren. Und wenn der als Schläferz nochmal kommt, habe ich vielleicht damit nochmal richtig Spaß. Deswegen, 1,5 von 10 für Strictly Confidential, diskrete Leidenschaft. Voll bei dir. Ich hab's kurz zusammengefasst hier mit Facepalm Story, Sexfilmchen, das Maximum bis zur ersten Base geht, schlimme schauspielerische Leistungen, schlimme Dialoge, katastrophaler Schnitt. Ja. Heieiei, was wurde da? Heieiei. Mal gucken, wie die anderen sind. Wenn das der Number One-Film in diesem Filmverleih-Screener in der E-Mail war, dann bin ich mal auf die folgenden gespannt. Warte mal, ich nehme einfach mal, ohne jetzt den Titel zu nennen, ich nehme mal den nächsten, weil der Film, den wir gerade besprochen haben, der kriegt bei IMDb immerhin 2,9 von 10. Ich werde jetzt gerade auch mal. Ach nee, ich kann gar nicht, ich kann nur 1 oder 2. Dann gebe ich 1 bei der IMDb. Ich werde mal ganz kurz gucken, was der andere Film, den wir da noch bekommen haben. Den findet er gar nicht. Ich wollte gerade mal den nächsten Film hier mal suchen. Muss ich wahrscheinlich mal über den Regisseur, der hat bestimmt irgendeinen anderen Titel bekommen. Ich suche mal den Regisseur.
Und guck mal, sorry, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Vielleicht schneide ich auch die Szene raus. Produktion? Nee, Regie? Regie, hier, frühere. Okay, welcher wird das jetzt sein? Puh. Ist das der? Ach, hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Oh, der nächste Film hat einen Punkt mehr. Der hat 3,9 von 10, Chris. Ah ja. Nehmen wir den? Oder? Warte mal, ich nehme mal den dritten. Vielleicht haben wir da. Ich guck mal den dritten. Was ist das für eine Filmfirma? Was haben die für eine Qualitätskontrolle bei der Aussuche, bei der Suche von. Oh, den nächsten Film hat er auch nicht. Da haben sie auch den Titel wahrscheinlich geändert, weil der Originaltitel bringt wahrscheinlich schon zu viel schlechte Publicity, wenn den jemand googelt. So, jetzt muss ich wieder nach dem Regisseur suchen. So, Regisseur schon mal gefunden. Ist das der? Das wird der sein. Weil jetzt gibt es den Regisseur auch noch mehrmals. Eieiei. Produktion, Drehbuch, Regie, Fernsehfilm. Ja, das wird es ja nicht sein. Ich glaube, das ist auch... Doch, das sieht so aus, vom Poster her. Oder? Ja, der hat zumindest 6,7 von 10, der dritte. Oh ja, okay. Obwohl, nee, das passt nicht dazu. Hier ist irgendwas mit Segelboot. Nee. Okay, wir werden auf jeden Fall einen hochqualitativen Film in der nächsten Woche besprechen von diesem Film. Ja, definitiv, ja. Und wir gucken jetzt mal, wie es weiterging mit Star Wars The Acolyte in unserem Bereich Serien. Serien. Chris, unser Star Wars Experte, was sagt er? Ich habe es, glaube ich, schon bei uns in die Gruppe reingeschrieben gehabt mit, ich bin mir relativ sicher, dass ganz arg viele Menschen sich jetzt noch richtig, richtig aufregen werden darüber, dass diese Serie so woke ist. Oh, das war nicht mein Grund. Nein, das war ja. So Wokeness mein Vater oder sowas. Also Katastrophe und auch eine Geschichte, die relativ ja mühselig erzählt ist, und jetzt die dritte Folge fand ich schwierig, um es mal noch nett auszudrücken, weil die Geschichte eben weitererzählt wird. Allerdings springen wir 16 Jahre zurück. Also für alle, die jetzt letzte Woche nicht reingehört haben, geht darum, dass eine Attentäterin unterwegs ist, die Jedis tötet, weit, weit, weit vor der Zeit des Imperiums und solchen Sachen. Und dann kommt eben raus, oh Gott, sie hat eine Zwillingsschwester. Und eigentlich sollte die Zwillingsschwester, jeweils die andere dachte, dass die Schwester tot ist, so habe ich das verstanden. Und alle dachten, dass die eine tot ist. So war es, glaube ich, ne? Kann auch sein, ja. Wobei, und dann plötzlich taucht sie wieder auf. Achtung. Ja, genau. Haben wir ja in der letzten Folge schon. Genau. Und jetzt geht es eben quasi noch um die Origin von den beiden. Und wir erleben ein absolut seltsames, komisches Ritual von irgendwelchen Hexen, was einfach nur so ist, wo du denkst so, okay, was das? Also nicht falsch verstehen. Ja, es ist Star Wars Universum, das ist groß, es gibt im Universum bestimmt alles Mögliche, im Weltraum gibt es bestimmt alle möglichen Arten und alles mögliche Zeug und alles mögliche. Ausschließen will ich gar nichts. Trotzdem kann ich es seltsam finden. Und wenn ich es richtig verstanden alles habe. Alles im Universum, alles auch irgendwelche. Ja, und du weißt, wenn du drüber nachdenken kannst, gibt es davon auch Porno. genau. Und im Endeffekt, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Hexen sind schwanger geworden mit Hilfe der Macht. Sind halt alles auch, also nur Hexen, es gibt da, also keine Ahnung. Es ist für mich nicht ganz mehr durchschaubar gewesen. Die Story ist relativ Banane damit geworden, in der Folge. Ich fand's schwierig. Ich werde es sicher bis zum Ende angucken, aber nicht mit, oh mein Gott, wann ist endlich Mittwoch, damit die nächste Folge kommt, sondern die nächste Folge ist ja schon da, seit 3 Wochen. Eher so.
Also, weiß auch nicht. Ich werde damit nicht so wirklich warm tatsächlich. Ich habe ja letzte Woche noch gedacht, so ja, mal gucken, wo sich's hin entwickelt. Jetzt haben sie es tatsächlich so für mich in die Richtung gestoßen, wo ich sage, ja, mein Gott. Es muss nicht immer alles gut sein, leider, was da von Star Wars rauskommt. Und da gehört das definitiv dazu. Ja, ich glaube, also das waren jetzt nicht so meine Kritikpunkte, muss ich gleich mal voranstellen, dass die irgendwie besonders woke oder irgendwas, das ist nicht meins. Meins ist einfach das schlechte Drehbuch. Schlechte Drehbuchentscheidungen, die hier getroffen wurden. Und also zum Beispiel, was du gerade thematisiert hast, ich will jetzt nicht noch andere Sachen da großartig ausbreiten. Warum musste man das thematisieren, wie die Frauen diese Kinder empfangen haben? Das war zum Beispiel so eine Sache. Hätte man doch locker einfach weglassen können. Einfach als Mysterium lassen können. Ja, warum muss da irgend so ein Bullshit erfunden werden, wie ja, unbefleckte Empfängnis über die Macht und bla und oh, ey, ich hätte kotzen können, ey, das war so schlecht an Haaren herbeigezogen. Unglaublicher Müll, also und dann hat eigentlich irgendjemand gemerkt, dass die zwei gecasteten Kinder nicht schauspielen können. Also ich meine, du machst eine Star Wars Serie, ja. Ich meine, da ist schon ein gewisses Spotlight drauf, würde ich mal sagen, wenn eine neue Star Wars Serie kommt. Ich meine, da gibt es ja vielleicht 2 oder 3 Fans draußen in der Welt. Und da ist ja vielleicht auch ein bisschen Budget da, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht was irgendwo in den hintersten Seiten von irgendeinem Streamingdienst verschwindet, sondern es ist ja schon damit zu rechnen, dass das ein paar Leute gucken. Ja? Und ich meine, gut, du brauchst irgendwie ein Zwillingspaar. Du brauchst ja welche, die sich ähnlich sehen und das soll halbwegs passen. Aber hey, das ist eine US-Produktion. Du wirst doch wohl in den USA 2 Mädchen finden, die besser schauspielen können als die 2. Also das war ja teilweise so, oh, was ist denn jetzt passiert? Also hast du, weißt du, so, ich habe es auf Englisch geguckt. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie Lost in Translation war oder so. Ich habe echt gelitten bei der Folge. Ich habe wirklich gelitten. Es war schlechtes Schauspiel. Und ich habe davor unseren Confidential Leidenschaft hier geguckt, ne? weil ich dachte, ja, die Star Wars Serie hat mich ja letzte Woche nicht ganz so gerissen. Es war jetzt nicht so wie bei Mandalorian oder bei Andor. Bei Andor noch viel mehr, hat mir viel besser gefallen. Dass ich wirklich jetzt unbedingt gleich die nächste Folge gucken wollte. Sobald sie raus ist. Ich habe hier wirklich gedacht, ja, hat noch Zeit. Eieiei, ich habe mich da echt schwer getan. Ja, nee, ne? Es ist einfach, einfach traurig. Also, so viel Potenzial eigentlich und dann. Ja. Ich meine, musste es wirklich schon als Folge 3 eine ganz stündige Backflash-Folge sein, wo man die sieht, wo die herkommen? Musste das sein? Hätte da nicht gereicht, wenn da mal irgendwie ein paar Rückblenden oder sowas. Also ich bin jetzt noch viel mehr raus, als ich bei der letzten Folge war. Und ich wäre wahrscheinlich in die nächste. Ich habe ja Mut zum Trash, ne? Siehe hier Strictly Leidenschaft hier. Also. Aber was ist das in USA oder im US-Englisch gibt es da schon so eine schöne Bezeichnung für sowas, so ein Trainwreck, nennen die das, wenn wirklich sowas mit voller Wucht gegen die Wand gefahren wird, mit viel Budget, nennt man das gerne Trainwreck. Und das trifft es ganz gut, besonders die dritte Folge, weil da offenbaren sich einfach Regie- und Drehbuchmängel, die ich von einer Star Wars-Serie so nicht gewohnt bin und nicht erwartet hätte. Ja, also das nur mal dazu. Und schlechtes CGI kam auch noch dazu, wo die da bei diesem Baum sind, wo da irgendwie dieser Falter da auf die Hand, das sah ja wirklich... Das sah wirklich mies aus. Ja, also. Und das heutzutage. Aber da gab es auch schon mal, gibt es auch so einen Twitter-Account, der macht immer so Vergleiche von CGI heute und CGI von vor 10 Jahren, die einfach mal viel besser aussahen. Warum auch immer sah CGI vor 10 Jahren so viel besser aus. Wenn du jetzt guckst, da gab es so einen Vergleich von dem Twitter-Account. Wenn ich es finde, werde ich es mit verlinken. Dr. Strange, wo der dieses dritte Auge plötzlich hat. Yeah. Wo du denkst, ey, vor 10 Jahren, ich weiß auch nicht. Schwierig, schwierig. Also schwierig. Leute da draußen, Leute und Leutinnen, geschätzte Hörer und HörerInnen
und diverse und was nicht. Lasst Kommentar da, wie ihr es findet. Habt ihr irgendwas Gutes? Bitte teilt mir mit, warum das gut ist, warum ich dabei bleiben soll. Ich würde es mir wünschen, weil ja, aber habt ihr irgendwas rausgearbeitet, was da einen nach irgendwie reißt, weshalb man dabei bleiben sollte? Seid ihr noch guter Hoffnung oder habt ihr es schon abgeschrieben? Lasst es uns wissen. Lasst einen Kommentar da. Ich bin gespannt. Du wahrscheinlich auch. Ja. Okay. Wie gesagt, ich gucke es weiter an. Ich auch. Nur nicht mit vollem Enthusiasmus. Okay. Ich habe ja immer so eine kleine Rubrik Serien Neustarts. Da starten jetzt tatsächlich nicht so viele Serien neu, weil natürlich man auch weiß, hier mit Fußball weltweit der beliebteste Sport, da ist nicht viel. Am 21. Juni startet auf Netflix eine etwas kleinere Serie, die heißt The Victim's Game. Das ist eine taiwanesische Serie und da geht es um einen forensischen Wissenschaftler, der Asperger-Syndrom hat und eine Investigativjournalistin und die ermitteln zusammen im Mordfall. Die ermitteln in einem Mord, die ermordeln, das ist ein neues Wort jetzt für uns, wenn jemand in einem Mordfall ermittelt, dann ermordelt er. Und war in Asien ein riesen Erfolg, The Victim's Game. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich in Malaysia, als ich da gewesen bin, im Fernsehen lief da irgendwie ein paar Folgen davon, aber ich habe es nicht geschaut, weil das auch mit irgendwie auf Chinesisch mit, auf Taiwanesisch, Chinesisch, Taiwanesisch, ist glaube ich Chinesisch, oder? Dünnes Eis, mit malaiischen Untertiteln lief und da konnte ich nicht viel anfangen. Und da kommt jetzt die erste Staffel auf Netflix, kann man ja vielleicht mal reingucken jetzt, weil Season 2 wird auch kommen, wegen des großen Erfolges und deswegen ist es etwas kleiner, wird wahrscheinlich nicht auf der Startseite landen von Netflix, aber schaut mal rein, 21. Juni, The Victim's Game. Dann startet auch noch eine Kriminalserie aus Spanien. Die heißt Clans. Und da geht es halt darum, dass eine Anwältin, die in einer renommierten Kanzlei tätig ist, da in diesem ganzen Strudel reingerät mit den Anführern von einem Drogenkartell und so weiter und muss für den dann quasi mit tätig werden als Anwältin. Sie entdeckt dann auch nach der Ermordung ihres Vaters, dass dieser ein Doppelleben führte und so weiter. Das klingt dann auch ganz interessant. Die Spanier machen auch manchmal ganz gute Serien, siehe Haus des Geldes und so. Und das waren eigentlich schon so meine Empfehlungen. Viel mehr läuft da jetzt gerade auch nicht an im Serienbereich. Okay, dann haben wir eigentlich einen Trenner für Kommentare? Nö, machen wir lesen. Wir hatten einen Kommentar zur letzten Folge, wo wir A Killer Romance besprochen haben. Und da schreibt auch der Baha, A Killer Romance macht für ihn einen sehr interessanten Eindruck. Also kann ich nur empfehlen auch. Da er ja anscheinend auch immer das in die Sneak geht, er hat ja geschrieben, dass er die Filme mit unserem Darsteller von der letzten Woche, Mads Mikkelsen, genau, dass er die in der Sneak Preview hatte. Vielleicht hat er ja auch Glück, dass er den bekommt. Und Im Wasser des Seine hat er gesehen, fand ihn kurzweilig und unterhaltsam. Das kann ich so unterschreiben. Ich wundere mich, dass ihr beide den noch nicht geguckt habt, Chris und Kate. Vielleicht. Und Kate hatte recht, er hat erst Atlas gesehen und hat dann unseren Verriss angehört. aber Chris, du hörst doch auch hier die Podcasts mit Özcan Kosa, ne? Ja. Und er hatte in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht, ob es bei AAA war oder bei einem von den anderen, hat er gesagt, dass er Atlas sehr gut fand. Er fand das cool. Also, naja. Du, ist ja voll in Ordnung. Ja, also, fand ich aber interessant. Er fand das halt ganz nett gemacht. Ich fand Özcan Kosa auch mal lustig. Also. Ich finde Özcan Kosa super cool. Also ich gehe auch zu den Live-Veranstaltungen hier. Porsche Arena hat er echt gerockt. Aber es ist interessant, so die Geschmäcker. Ich habe bis jetzt leider noch niemand. Ich bin ja immer dran interessiert, wenn ich jetzt einen Film irgendwie richtig schlecht fand oder wenn ich einen Film richtig gut fand und irgendjemand sagt dann, na, aus dem und den Gründen fand ich den aber nicht so gut. Ich finde das eigentlich immer ganz interessant, mit den Personen in Kontakt zu kommen und dann zu sehen, ey, was fanden die jetzt da besonders gut oder so, um vielleicht auch
mich selber so ein bisschen zu reflektieren, okay, war ich da vielleicht ein bisschen zu kritisch oder sowas. Aber er ist leider bis jetzt der Einzige und ja, vielleicht schreibe ich ihn mal an über Instagram. Wir hatten ja schon ein paar Mal ein bisschen hin und her geschrieben, aber es war vor einiger Zeit, da war er noch nicht ganz so erfolgreich. Jetzt rockt er ja riesen Hallen hier. Ich weiß nicht, ob er mir jetzt noch antwortet. Mal gucken. Vielleicht schreibe ich mal. Dann habe ich ja darauf geantwortet, genau, dass auch ein zweiter Teil von Im Wasser der Seen kommt und Stephen King das auch unterhaltsam fand. Liebe HörerInnen da draußen, wenn ihr kommentieren möchtet, nutzt am besten kinocast.net, die Webseite, die jetzt auch ohne Eigenlob einen richtig geilen Mobile-Version hat. Also nicht wie die alte Webseite, die mobile irgendwie ein bisschen scheiße aussah und kaputt aussah. Jetzt die neue Webseite, die funktioniert auch mobile richtig gut. Die ist auch richtig performant, wenn ich das mal so sagen darf. Und man findet auch den Button für das Kommentieren sehr, sehr gut und kann da richtig schön durchscrollen durch die letzten Kommentare und auch die Trailer. Das heißt also, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, auf dem Weg zum Fußballstadion oder vom Fußballstadion oder Public Viewing oder was auch immer, schaut da mal rein auf kinocast.net oder wenn ihr gerade die Folge hört und sagt, ach, da fand ich was anderes als die beiden oder ich habe für die beiden mal noch einen Tipp, wenn die Strictly Confidential Diskrete Leidenschaft so gut fanden, ich hätte da noch einen aus demselben Regal, den müssen sie mal gucken. Immer her damit. Okay, dann sind wir da hier auch schon durch mit den Geschichten und feuern wir jetzt mal den Trenner ab für unsere Musiktipps. Music. Kriegt ja von uns nicht nur Filmtipps, sondern auch Musiktipps auf Spotify zu finden unter Kinocast Songs, die Playlist. Packen wir jede Woche was drauf. Und ich habe diesmal zum ersten Mal, muss ich sagen, die Sendung auf Vox Sing Mein Song komplett durchgeschaut. Das kennst du die Sendung? Oder? Die gibt es ja schon seit tausend von Jahren. Ja, also. Am Anfang hat es Xavier Naidoo gemacht. Der ist natürlich in Ungnade gefallen, wie wir alle wissen. Und jetzt macht das seit einigen Jahren Johannes Oerding. Und meine Frau hat das immer sehr gern geguckt. Und dadurch, dass das manchmal auch auf die Aufzeichnung von Fortsetzung folgt oder von Rund um den Brustring gefallen ist, habe ich da eigentlich nicht mitgeguckt. Und wenn man da nicht, so richtig drin ist in dem Thema, dann findet man nicht so rein. Aber diesmal habe ich komplett mitgeschaut gehabt. Und diesmal waren dabei die Sängerin von Juli, Eva Priegel, dann Joy Denalani, dürfst du ja auch kennen, ne? Ja. Benstown und so. Der Rapper Echo Fresh, der Frontmann von den Broilers, Sammy Amara, und der Shooting Star Popsänger Emilio und Tim Bensko, Singer-Songwriter. Und es ist ja so bei Sing Meinen Song, es gibt ja dann immer so Themenabende, also was weiß ich, Themenabend Echo Fresh. Dann geht es ein bisschen um die History von Echo Fresh, wie er dazu gekommen ist und alles. Und die anderen singen dann Songs von ihm und interpretieren das auf eigene Art und Weise. Und ich fand es hier halt diesmal spannend, dass eben von den Broilers der Sammy dabei war und Echo Fresh dabei war und Joy Denalani. Ja, die anderen fand ich auch irgendwie interessant. Also es war jetzt keiner dabei, den ich richtig scheiße fand. Manchmal sind welche dabei, wo ich denke, oh, mit dem oder der kann ich nichts anfangen. Deswegen habe ich diesmal auch komplett durchgeschaut und ich fand es sehr, sehr gut, sehr bewegend. Natürlich auch insbesondere die Broilers-Songs und die Echo Fresh-Songs. Und es gab dann in der allerletzten Folge, war dann die sogenannte Duett-Folge, wo dann quasi zwei der jeweiligen Personen mit zusammen einen Song singen, also und da gab es einen Song von Echo Fresh, gab es ja den Song Was ist mit der Welt passiert, den er vor einigen Jahren aufgenommen hat, wo es schon mal um das Thema Rechtsruck ging und mit Flüchtlingen und so weiter, wie die behandelt werden in Deutschland, und den Song haben sie jetzt nochmal überarbeitet und den singt er zusammen mit Johannes Oerding und den gibt es auch auf Spotify, wo es auch die ganzen alle anderen Songs gibt von Sing Mein Song. Und den packe ich auf die Playlist, weil der ist umso wichtiger jetzt geworden, was ist mit der Welt passiert. Was packst du drauf? Ich packe drauf vom neuen Album, erscheinen wird. Ja, ja. Vom The Offspring, die erste Auskopplung mit Make It All Right. Die sind doch bestimmt jetzt auch schon ein bisschen die Jahre. Ja, gekommen, aber Punkrock never dies. Ja. Ist es wirklich Punk, Offspring? Okay, ja. Was? Ja, okay. Also
Ja? Ja, Pop-Punk. Hör einfach rein. Pop-Punk. Ja. Na gut, ich hör mal. Ich hör mal rein. Hast ja recht. Die Offspring ist, aber ich finde einfach schon, dass das Cover von ihrem neuen Album, das Supercharged heißen wird, finde ich einfach schon so richtig herrlich. Mhm. Das ist so geil. Deswegen habe ich Bock drauf. Ja, ich habe nur gesehen, Green Day waren ja jetzt in Berlin in der Waldbühne, glaube ich. Und ich habe mir so das Publikum angeguckt, die sahen alles andere als Punk aus. Also da gab es ja diverse, ich habe es in diversen Insta-Stories und in diversen auch WhatsApp, wie heißt das bei WhatsApp, Statusmeldungen oder sowas gesehen, von welchen auch aus meinem bekannten Familien-, Freundeskreis, wo ich denke, also die Person ist definitiv nicht Punk. Und ich mir denke, okay, ja, deswegen, ja, na gut. Die Offspring. Ist ja was anderes als Green Day. Okay, packe ich mit drauf auf die Kinocast Songs Playlist auf Spotify. Dann bin ich mal sehr gespannt, was du morgen in der Sneak Preview siehst. Ich bin auch sehr gespannt, was mich morgen erwartet. Ist ja das erste Spiel. Ein Debakel für Frankreich. Ach, weil einfach so, wärst du doch einfach in die Sneak gegangen. Ich hoffe es nicht. Nee. Ja, ich werde wahrscheinlich überhaupt. Ja sowieso. Nach Österreich. Da ich, spielt Sascha Kalajdzic in Österreich eigentlich? Nee, der spielt. Dadurch, dass ich ja, so. Ich werde halt auch einige andere Spiele leider schon mit Ansage verpassen von Frankreich. Und bei dem habe ich halt mal wirklich die, eigentlich würde ich es auch verpassen, dadurch, dass Sneak ist. Aber deswegen sage ich, nee, komm, wenigstens das mal gucken. Und ja, das kommende Wochenende, gleich mal kleiner Teaser, wer bis jetzt durchgehört hat, vielleicht auch an unsere Freunde und HörerInnen in Berlin. Ich werde kommendes Wochenende in Berlin sein. Ich werde einen Tag vorher anreisen, am Freitag schon, weil am Samstag, habe ich gehört, ist ja da auch ein Fußballspiel, damit ich nicht in das ganz große Gewühl da reinkomme. Und ich werde da vielleicht auch, wir werden da vielleicht auch mal ein bisschen so Touri-Tour machen. So, weil der Kleine war noch nie in Berlin, da das sind mal die wichtigsten Berlin. Sachen mal. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ja, mit dem VfB sind wir leider auch nicht nach Berlin gekommen. Von daher. Ja, danke, der Deutsche Fußballbund und deine Schiedsrichterwesen. Ja. Egal, das so nehme ich. Liegt alles nur an Schiedsrichtern. Pfui. Genau. Aber vielleicht nächstes Jahr. Gut, dann vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Und viel Spaß morgen in der Sneak. Ich hoffe auf den Nachfolger von Pearl oder so, damit ich mich nicht ärgere. Ja. Nein, ich drücke dir die Daumen, dass ein guter Film kommt. Ist schon okay, ist schon okay. Ich schicke noch einen Servus Österreich in die Runde. Und wir werden dann am Ende des Abends sehen, wer mehr Spaß hatte. Ja, genau. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr schreiben. Ich kriege die ganze Zeit so Holzsmileys wahrscheinlich. Oh, ja, genau. Wir werden sehen. Auf jeden Fall also, auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss.